Bitterstoffe. Niemand mag sie, weil sie eben zu bitter sind. Und trotzdem sind sie für ein gesundes Leben enorm wichtig. Ich erkläre in diesem Video, warum. Früher waren unsere Gemüse wirklich voll von Bitterstoffen. Denken Sie an Rosenkohl oder Zikorien oder Artischocken. Und weil die Menschen diese bitteren Gemüse nicht gerne mochten, wurden sie mehr und mehr weggezüchtet, einfach um den Konsum zu erhöhen. Das schmeckt zwar besser im Mund, aber für unsere Gesundheit hat das Nachteile und über die wollen wir uns jetzt ein bisschen austauschen. Eine der ersten Wirkungen von Bitterstoffen findet schon im Mund statt. Der Speichelfluss nimmt nämlich zu, wenn wir etwas Bitteres essen. Und das ist wichtig, weil die ganze Mundhygiene, auch die Zähne sind besser geschützt. Es ist unangenehm, einen trockenen Mund zu haben. Also wenn Sie an solchen Symptomen leiden, dann versuchen Sie mal Bitterstoffe. Es gibt ja diese Krankheit Sjögren-Syndrom, wo Tränen und Speichelfluss sehr abgenommen haben. Hier kann man es versuchen. Ich kann nicht versprechen, dass es hilft, aber es könnte. Ich habe schon Fälle gesehen, wo es geholfen hat. Als nächstes nimmt die Bildung von Magensaft zu. Es geht hier nicht um die Magensäure, sondern um die Menge an Verdauungssäften im Magen. Der Magensaft enthält schon einige Verdauungsenzyme und je mehr Magensaft wir produzieren, umso besser ist dann die spätere Verdauung. Und dann die Darmtätigkeit selber, also die Bitterstoffe regen den Darm an, besser die Nahrung vorwärts zu treiben. Und so können wir einer Verstopfung entgegenwirken. Es macht also im ganzen Verdauungsbereich Sinn, mehr Bitterstoffe zu konsumieren. Die vielleicht wichtigsten Funktionen betreffen Galle und Leber. Die Galle wird ja in der Leber produziert. Galle ist eine Flüssigkeit, die notwendig ist, um die Fette zu verdauen. Und wenn wir eine Fettleber haben, ausgelöst durch zu viel Zucker und Kohlenhydrate, dann können wir mit Bitterstoffen diese Leberfunktion wieder verbessern. Also zu einer Leberkur gehört vieles, aber da gehören Bitterstoffe dazu. Und der letzte Punkt noch, ein positiver, wer Bitterstoffe zu sich nimmt, der hat weniger Lust auf Süßigkeiten. Also dieses Verlangen, das innere Verlangen nach Süßigkeiten wird wie abgestellt. Das müssen Sie ausprobieren. Also zusammengefasst, Bitterstoffe sind extrem hilfreich für die ganze Verdauung.